Ein leckeres Mettbrötchen. Ja, das geht jetzt auch in vegan mit Rügenwalder Mühle veganes Mühlenmett. Das probieren wir aus. Willkommen bei der Foodshow. Ja, im Vorspann habt ihr schon gesehen. Veganes Mett von der Rügenwalder Mühle. Veganes Mühlenmett. Ja, es ist endlich da. Es wurde ja angekündigt. Und ich war mega begeistert, als ich gehört hatte, hey, Respekt, wenn ihr das hinkriegt, das wäre schon der Knaller. Ja, veganes Mühlenmett, fein. Es ist ein veganes Erzeugnis, so nennt sie sich offiziell, nach einer Art Zwiebelmettwurst, darum auch diese kleinen Stückchen da drin, das ist also kein Fett, das sind Zwiebeln, auf Basis von Erbsen. Also es ist eine Erbsenproteinvariante, die hier eingesetzt wird. Und ich bin jetzt gleich mal gespannt, was das wirklich kann. Ich habe es bei Rewe gekauft, gibt es auch beim Marktkauf, jetzt ganz frisch seit der letzten Maiwoche 2022. Ungefähr letzte Maiwoche. Wir haben noch so ein paar Tage, aber ich habe es jetzt am 23. Mai gekauft. Ja, und dann bin ich mal gespannt, was es kann. Was kostet denn das Mett? Das ist ja immer so eine interessante Geschichte. Das ist ja immer ganz oft das Thema, ja, es ist so teuer, die ganzen veganen Produkte. 100 Gramm veganes Mett kosten 1,79 Euro. Ja. Ist es teuer? Ist es günstig? Finde ich okay für 100 Gramm. Reicht ja meistens auch für ein Frühstück, außer du knallst dir dieses ganze Ding auf ein Brötchen. Das ist natürlich dann Geschmackssache, aber was reicht so für zwei, drei Brötchen, reicht das ja völlig aus. Und da finde ich den Preis noch okay, ich habe schon mit mehr gerechnet. Ich habe parallel auch richtiges Mett gekauft, also Zwiebelmett. Hier ist mehr drin, sieht man natürlich schon direkt im Verhältnis, Dicke passt ungefähr. Aber sagen wir mal, das werden so 200 Gramm, denke ich mal, sein ungefähr. 200 Gramm frisches Mett kosten 2,70 Euro. Wenn wir das jetzt gegenrechnen, ungefähr ähnlich, ne? Das ist auch wirklich frisches Mett, das kommt von der Fleischtheke, das haben die hier selber zugemacht, das ist auch nicht lange haltbar, das muss ich auch jetzt innerhalb von zwei Tagen verbrauchen oder einen Tag. Ja, das ist es. Zutat Nährwerte, was ist hier drin? Bei Schweinemett mit Zwiebeln, Schweinemett mit Zwiebeln und Gewürzen. Bei der veganen Version Trinkwasser mit 25% Zwiebeln, mit Stärke, Erbsenprotein, Zitrusfaser, natürlich Aromen, Rapsöl, Kochsalz, Flohsamenschalen, Gewürze, Erbsenfaser, Verdickungsmittel, Cognacwürze wird ja drin sein. Guacamole, färbende Lebensmittelkonzentrat, Rettich, Paprika, Karotte, Gewürzextrakt, Kartoffelprotein. Ist an sich okay für ein veganes Produkt, das ist ja ein Ersatz. 67 Kalorien auf 100 Gramm und 4 Gramm Eiweiß. 100 Gramm, wie gesagt, hat so eine Packung. Das ist, finde ich, noch okay, das liegt alles im Rahmen. Also da ist auch nichts Wildes drin, natürlich, du musst es nachmachen, das geht nur mit solchen Produkten. Aber hier ist auch nichts Künstliches drin, das ist alles normal. Finde ich also super, so im ersten Moment, jetzt muss es nur schmecken. Ich packe das jetzt auf ein frisches Brötchen, parallel, auch das, dann kriegt ihr eine Nahaufnahme und dann wird es probiert. Darum bis gleich. Ja, und hier ist es jetzt, das vegane Mett auf dem Brötchen mit extra kleinen Zwiebelringchen drauf und das ist es halt. So sieht es halt aus. Es ist sehr, sehr, ja, streichbar, also eher so eine Art, wie ein bisschen der Teewurst so im Stil, aber soll halt wie Mett schmecken. Das ist am Ende ja natürlich auch wichtig. Aber ihr seht ja auf jeden Fall auch die ganzen kleinen Zwiebelstückchen. Das lässt sich super verarbeiten, super verstreichen. Wenn ich jetzt natürlich dagegen richtiges Mett nehme, das sieht natürlich nochmal ein bisschen anders aus. Ne? Das hat diese Struktur einfach, was einfach auch das Fleisch wiedergibt, wenn es durch den Kutter gelaufen ist oder besser gesagt durch den Fleischwolf gelaufen ist und dann diese leichte Hackkonsistenz hat, die hier verstrichen wird. Im direkten Vergleich fällt es noch ein bisschen stärker auf. Aber ja, es ist halt eine Alternative und keine 1:1 Kopie. Darum bin ich jetzt gespannt, wie es schmeckt. Ups, das habe ich reingefasst, das wollte ich gar nicht. Aber wie die Alternative schmeckt gegenüber dem Original. Ja, ihr Lieben, und jetzt habt ihr es gerade gesehen, das vegane Mühlenmett. So sieht es auf dem Brötchen aus. Das lässt sich also, wie gesagt, wunderbar streichen. Ist aber so von der Optik im ersten Moment nicht so wie ein Mett. Also ist wirklich eher so wie die Teewurst von Rügenwalder Mühle. Was ja auch, finde ich, immer noch okay ist. Natürlich, die Leute wollen gerne, dass es fast 1:1 ist. Aber es ist immer noch eine Alternative. Und ich glaube, ich will nicht noch mehr Stoffe drin haben, nur damit es Hackfleisch ähnlicher wird, so nach dem Prinzip, oder gewolft ähnlicher. Und am Ende geht es immer noch um den Geschmack. Und es lässt sich gut verarbeiten, das ist erstmal schon mal wichtig. Es riecht auch wie Mett. Also es hat wirklich so einen Mettgeruch, wenn ich jetzt mal im echten Mett nochmal rieche im Verhältnis. Okay, das riecht nochmal ein bisschen einfach fleischiger. Und das riecht so ein bisschen, ja, zwiebelsüßlicher. Also das ist ein ganz leichter. Also im Verhältnis ist das Original ein bisschen herber, das hier riecht einfach ein Ticken süßlicher. Ist aber in so im ersten Moment gar nicht so schlimm. Jetzt probieren wir mal. Ich bin gespannt, was es kann.
natürlich erstmal alle Zwiebeln direkt mit runtergezogen. Aber da kommt Mett schon sehr, sehr, sehr nah vom Geschmack. Also wie ich mich an Mett erinnere, ich esse nicht so oft Mettbrötchen. Barney rastet hier schon voll aus wegen dem Mettbrötchen. Ich esse nicht so oft Mettbrötchen, aber so wie ich es in Erinnerung habe, ist das lecker. Jetzt nicht das mega wow Mett oder so. Es ist ein einfaches, leckeres Mett, was du so einfach mal machen kannst, aber... Das geht einfach in die Richtung. Und das ist echt krass. Ich sage nur die Konsistenz, die müsste, glaube ich, noch ein bisschen besser sein. Aber so im ersten Moment würde ich sagen, das ist echt schon geil. Also im ersten Moment würde ich es punktemäßig, also ich mache das jetzt mal wirklich, bevor ich echtes Mett teste, einfach nur fürs Produkt selber, würde ich sagen, 4,5. Das ist gerade ein bisschen schwierig für mich. Ich sag mal, oh Gott, ist das jetzt gemein, wenn ich 4 sage? Wir machen 4,5. Wir machen 4,5 von 5. Es kommt denen schon ganz nah. Wie gesagt, nur die Textur, die würde ich mir noch ein bisschen anders wünschen. Also ich fände es wirklich geil, wenn diese Textur so ein bisschen wäre wie bei Original Matt. Weil das wird jetzt einfach anders sein. Ich probiere jetzt also, wie gesagt, mal das Original Matt-Brötchen nochmal. Ja, hast du dieses, also nicht unbedingt dieses Gehackte, aber dieses etwas fettige, leicht faserige. Also das hier war auch so eine Art Konsistenz, die ist dem ähnlich, aber hier ist das nochmal so ein bisschen anders. Es fühlt sich auf der Zunge anders an, so glatt und geschmeidig an. Das hat das nicht. Aber das ist einfach klassisches Zwiebelmett. Und das Vegane. Im direkten Vergleich kommt der Kontrast noch stärker raus. Also im direkten Vergleich sagst du sofort, das ist kein Mett. Weil du den Vergleich einfach gerade hast. Wenn du es aber gerade, wo ich es so probiert hatte, ist es mir nicht so aufgefallen. Also das ist schon sehr, sehr gut. Und das ist eine gute vegane Alternative für die Leute, die vielleicht früher gerne ein Mettbrötchen gegessen haben und sagen, hey, geht halt nicht mehr, ne? Also nach dem Prinzip möchte ich nicht mehr. Der wird sich drüber freuen. Es schmeckt, wie gesagt, Konsistenz ist noch nicht ganz perfekt. Da würde ich, glaube ich, mir noch so ein bisschen Nacharbeit wünschen. Aber sonst ist das auf jeden Fall ein gutes Alternativprodukt, was ich mir persönlich auch wieder kaufen werde. Weil... es ist für mich jetzt nicht der Mega-Unterschied. Und bevor ich mir jetzt hier Schweinemett kaufe, das hier ist sogar länger haltbar. Das ist auch gut, weil frisches Mett ist nicht so lange haltbar. Das kann ich in den Kühlschrank legen und ist jetzt noch 2 Wochen oder 2,5 Wochen haltbar. Das ist auch eine gute Geschichte. Kann ich also wieder Zeit verfügen, muss ich mir nicht am Tag vorher kaufen, damit ich es am nächsten Tag gleich esse. Also auch eine gute Geschichte. Lege ich euch auf jeden Fall ans Herz. Preis-Leistung finde ich auch noch okay, liegt im Rahmen, alles gut. Und es entwickelt sich in Zukunft sicher einiges weiter. Ich finde es lecker, probiert es also mal aus. Das vegane Mühlenmett von Rügenwalder Mühle. Ich sage jetzt danke fürs Foodschauen. Wir sehen uns in eins der nächsten Videos. Bis dahin, ciao, euer Bob.